Eins. Ab geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Livestream hier aus dem Karchak-Studio. Hallo. An einem Montag. Wunderschönen guten Morgen. Abend. Abend. Ist ja hast du morgen gesagt? Ja, morgen ist gar nicht mehr morgen. Ja, wo lebst du eigentlich? Ja. In welcher Zeitzone? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Was geht ab, Freunde? Schön, dass ihr alle hier seid. Genau. Wir haben uns einige Sachen von euch von letzter Woche zu Herzen genommen und schon mal angefangen zu recherchieren, wie auch immer. Und ja, dazu werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter äußern. Ich habe zwei tolle Tricks für euch vorbereitet, die ich euch gerne zeigen möchte und vorführen. Eigentlich hast du gesagt, ich soll es dir erst hier zeigen. Ich konnte nicht so lange warten. Aber es sind trotzdem genial. Genau, ich habe es dann doch schon mal gesehen, aber ich tue gleich so, als hätte ich es noch nicht gesehen. Genau. Guck mal, in Kalifornien ist morgen, siehst du? In Cali, ja, so gesehen, ja. Ich habe mich schon auf die richtige Zeitzone eingegroovt. Mal gucken, wann sich denn der Rest der Welt so meldet. Ja, wir sind hier in Deutschland, wie ihr alle hoffentlich auch. Und bis auf Klaus-Peter, der kommt ganz woanders her. Oder steckt zumindest ganz woanders. Aber wir legen gleich los, kurz nach dem Intro, oder? Intro. Eben. Eben, jetzt können wir natürlich darüber sinnieren, warum wir jetzt hier mit circa 40 Leuten im Stream sind oder 42. Wir haben die böse Lampe noch an. Oh, eine böse Lampe. Wird es dadurch besser? Ja, guck mal einer. Natürlich wird es dadurch besser. Ja, warum machst du es dann nicht? Sehr gut, das hätten wir auch mit Knöpfchen drücken machen können. Ich möchte euch meinen Lichttechniker vorstellen, der sich hier darum kümmern möchte, ganz intensiv hier alles toll auszuleuchten. Ja. Also, bist begeistert, ne? Ich bin da begeistert drüber. Wir haben da, glaube ich, nur andere Ansichten, wie die Vorgeschichte dazu war. Was für eine Vorgeschichte? Ich habe meinen Schlaganfall gehabt, danach bin ich hier hingekommen und habe nichts mehr wiedererkannt. Das können wir auf jeden Fall festhalten, oder? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und danach war nichts mehr so, wie es mal war. Ich habe dir auf jeden Fall Platz geschaffen da drüben. Ist halt, Platz für Müll. Jetzt liegt der ganze Tisch voll, genau. Ja, Leute, heute könnt ihr was lernen. Heute könnt ihr tatsächlich mal was lernen, weil wir haben euch zugehört und ihr habt gesagt, es wird mal wieder Zeit, dass was beigebracht wird. So, und das werden wir dann auch tatsächlich wieder hier mit ranhängen. Wir haben heute kein Karchak empfiehlt dabei, das nicht. Das machen wir dann zusammen mit dem Fido, denke ich mal. Hm? Willst du auch nächste Woche dann dabei sein? Mal gucken. Nee, Quatsch, nächste Woche. Da wird es doch lustig. Nächste Woche ist Ostern und Ostern bedeutet, da ist dann keiner hier. Aber... das müsst ihr uns ganz gerne sagen. Wenn ihr dann unbedingt ein Video von Karchak haben wollt, dann machen wir euch eins und überlegen uns irgendeine tolle Osteraktion mit irgendwelchen... Ich kann dir jetzt schon die Antwort sagen. Ja, Okay. Ja, wir werden uns diese Woche nochmal, der Philo und ich werden uns nochmal zusammensetzen und irgendwas Nettes vorbereiten für den nächsten Montag. Das wird dann aus der Konserve kommen, weil ich vermutlich dann gar nicht hier bin in Deutschland. Der Karchak macht blau. Ein kleinen Ausflug in die Nachbargegend. Richtung Holland. Genau, mit Ostereiersuche, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Es wird irgendwas Spannendes werden und auf jeden Fall soll es Spaß machen, wie immer. Ja. Zum einen, wir hatten gefragt, was wir denn mit dem College und so weiter machen wollen. Mhm. Noch einmal, wir können jetzt natürlich nochmal über eure Kurse sprechen von Marc und von Philo. Also wer weiter wegkommt, der hat noch einmal die Gelegenheit, dieses Wochenende auszunutzen. Also mit Marc und mit Philo. Genau, wir beide am 23. und 24. April. Ne? Also falls ihr noch Bock habt, es gibt noch Plätze. Und ich würde mich freuen. Eben. Es wäre auch absolut sinnvoll, herzukommen. Also diese Workshops machen einfach wahnsinnig Spaß. Und ich habe tatsächlich heute dann auch gleich mal mit einem von euren Vorschlägen gesprochen. Und einen habe ich selber hinzugefügt. Und zwar der erste war der Christoph Bohrer. Und als er davon erfuhr, dass er sagte, wie? Echt live, so mit nicht Video und Kamera, sondern mit echten Menschen, war er sofort hellauf begeistert und sucht sich jetzt was raus, sagte, ach, was mit mental meine ich? Nee, nichts mit mental, dafür haben wir schon zwei. Dafür haben wir schon zwei, den Rainer und dich. Aber so Geschichten erzählende Zauberkunst etc. Schreibt auch einfach, was euch beim Christoph Bohrer Workshop interessieren würde. Was wäre eine Aktion oder eine Thematik, die euch wirklich interessieren würde. Also ich zum Beispiel könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, weil der Christoph einfach genial dafür ist bizarre Zauberei und Geschichten erzählende Zauberei.
auch die gesamte Struktur von Kunststücken, die er, wenn er die aufbaut und so weiter, da ist so viel, da ist so viel hinter. Schreibt einfach mal gerne in den Chat oder auch wenn du das hier in nicht live siehst, schreib uns unten einen Kommentar rein. Vielen Dank auch nochmal an alle, die Kommentare in der letzten Woche hier unten reingeschrieben haben. Darüber freuen wir uns. Ich habe nicht alles beantwortet, ich habe aber alles gelesen, sodass wir da mit Sicherheit ein bisschen was verarbeiten können. Das ist ganz toll. Schreibt einfach was unten rein. Feedback ist immer wichtig, ne? Also wenn ihr Ideen habt oder so, wir sind da mal offen für euch und versuchen absolut. Uns da natürlich nachzurichten. So. Deshalb haut immer raus. Wenn ihr da, wir haben gerade übrigens eine Frage, vielleicht mal ganz kurz, willst du darauf eingehen? Hier schönes rotes Phoenix-Deck bei euch auf dem Tisch. Wann gibt es wieder welche zu kaufen? Spannende Geschichte. Sehr, sehr spannende Geschichte. Es gibt immer noch die Covid-19-Edition. Und einige wenige Kartenspiele, oder reden wir jetzt von den Large Index-Spielen, die wir natürlich im Sortiment haben möchten. Ja, es gibt eine interessante Geschichte zu erzählen, die ich aber noch nicht erzählen kann, weil wir da noch mitten in der Verhandlung sind. US Playing Card ist Teil von dieser Geschichte. Die sollten eigentlich unsere Karten weiterhin drucken und meinen jetzt, dass das Phoenix-Deck zu ähnlich ist zu dem Bicycle-Spiel. Also wir würden Bicycle quasi kopieren oder zum Verwechseln ähnlich sein. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt das mal. Ansonsten müssten wir mal einfach eine Petition gegen Bicycle machen, oder? Genau. Wäre auch mal eine spannende Geschichte. Ja, ich glaube, irgendwann gibt es da mal richtig Infos zu, aber es ist aktuell so ein bisschen in Verhandlung. Hin und her. In progress. Genau, und wir schauen mal, ob wir das irgendwie noch gebacken kriegen, uns mit den Jungs zu einigen. Es ist eine komische Aktion, die da läuft nach 12 Jahren Partnerschaft. Aber auch das kriegen wir hin. Ja. Wir haben tolle Sachen. Du bist schon hier am Testen und so weiter. Genau. Also im schlimmsten Fall werden wir dort auf Alternativen ausweichen und im besten Fall arbeiten wir weiter mit denen. Schauen wir mal, wie es wird. Wenn ich meine Augen ganz fest zukneife, fühlen sich die Karten schon ähnlich an. The Dark Nav. Tobi, meinst du die Covid Edition oder welche? Von welchem reden wir? Schauen wir mal. Also wir haben mittlerweile Alternativen, die nach Covid gemacht wurden, sowohl von dem Hersteller von dem Covid-Deck, weil die auch an einem neuen Finish arbeiten. Mhm. Das Material soll das gleiche sein. Und und wir haben aber auch nochmal weitere Alternativen und da hat mir eins ganz gut gefallen bis jetzt. Müssen wir einfach mal schauen, was denn davon umgesetzt wird. Denn so oder so möchte ich ganz gerne in Kürze weitermachen und entweder hilft US Playing Card, die schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn die das nicht mehr wollen. Dann, wenn es einen Wechsel gibt, dann gibt es einen ganz. Ja. Dann müssen wir uns was ganz Neues überlegen. Ja, ist schon eine krasse Sache, ne? So nach der ewigen Zeit und so. Ich aber sag dir was. Ich bin ja immer Fan davon, auch neue Sachen auszuprobieren und so. Vielleicht ist das jetzt, vielleicht wird man jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen. Wir werden sehen. Und vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ja. Nicht immer muss man bei alten, manchmal muss man alte Zöpfe abschneiden. So ist es, ja. Apropos alte Zöpfe, soll ich mal einfach das andere Spiel hier rausholen und mal daneben legen? Ja. Hatte ich da was dazu gesagt gehabt, dass... Du hattest was angeteasert. Ich meine ja, ne? Du hast gesagt, da kommt was. Mhm. Dann hast du zu mir gesagt, ich zeig dir das gleich. Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Bis gerade. Genau. So, also wenn ich das jetzt einfach mal hier entferne und die Top-Kamera da drauf mache, dann werdet ihr erstmal nichts Besonderes feststellen. Nämlich ein normales Kartenspiel, wie man das halt auch so kennt. Logischerweise. Ganz kurz, ich muss mich eben kurz rechtfertigen. Mach mal. Klaus-Peter, das ist korrekt. Das Foto ist allerdings von 2018. Nur kurz, um das klarzustellen. Bicycle? Ja, ich habe heute ein Foto gepostet auf Instagram. Das ist aber von einem Event in 2018 gewesen. Das war einfach nur bei einem Auftritt. Ja. Und da habe ich tatsächlich Bicycle benutzt. Ja, das ist korrekt, ja. Falls ihr nochmal in die alten Wochen reingeht von dem Mustafa, genau, von dem Mustafa. Der hat auch sein Foto, was ich hier mit in den Stream reingenommen habe. Das habe ich dann auch ein bisschen weich gezeigt. Ja, muss auch so. Er hat da auch Bicycle verwendet. Ist mir ein Rätsel, warum man da immer noch Bicycle in die Hand nimmt. Aber gut, schauen wir mal. Genau, ist ein bisschen kleiner oder ist deine Hand größer geworden? Genau, das ist nämlich die Idee dabei. Wenn man nämlich wirklich dann daneben guckt, diese Karten sind tatsächlich etwas kleiner. Und wären eigentlich perfekt für Kinderhände, Frauenhände oder für generell kleine Hände, die nicht unbedingt auf Bridge ausweichen möchten. Denn diese Karten haben eine Bridge-Größe,
von der Breite her, sind aber entsprechend verkleinert worden, sodass das Pokerverhältnis immer noch passt. Und die passen natürlich besser in die Hosentasche, tragen nicht ganz so dick auf. Ich würde vermutlich dieses Spiel das Partydeck nennen. Mhm. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Und man sieht schon, dass eigentlich, wenn man jetzt mal eine normale Bicycle-Karte, also einen Standardindex daneben legt, dann tatsächlich wirkt auf einmal diese kleine Karte gar nicht mehr so wahnsinnig klein, weil der Index hier nämlich wirklich wahnsinnig gut hilft und diese Karte wesentlich größer erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, also dieser kleine Index macht eine Menge ja, kaputt oder so, wie man das halt von Bicycle her kennt. Das haben wir gar nicht nötig bei Phoenix. Das können wir mit dem Large Index ganz gut kompensieren. Und dann ist diese Karte tatsächlich etwas kleiner geworden und passt wesentlich besser in eine kleinere, in eine Hand für Kinder und so weiter. Die ganzen Moves werden dadurch super genial. Ich höre halt häufig so, ich habe noch zu kleine Hände für irgendwelche Moves. Ist vielleicht eine Lösung dafür, dass man, gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist, da so ein paar Sachen mit probieren kann oder testen kann, oder lernen kann, die man aber auch hinterher dann genauso auf große Karten übertragen kann, weil das Verhältnis ist gleich, ne? Das Verhältnis ist gleich, genau. Das heißt, wenn die Hand mitwächst, können auch die Karten mitwachsen. Dann geht man aufs nächste Format und dann passt das ganz gut. Also das einzige hier, Ding ist beim Backpalm, ja, den müsst ihr hochkant machen. Weil, wobei, wann kannst du schon mal einen Backpalm, boah, eine ganze Karte? Das sah sogar gut aus, ey. Ohne Witz. Weil normalerweise hast du die Karte mal anders in der Hand. Mach doch nochmal. Scheiße, pass auf hier. Zapp, weg und zapp, ist er da. Ha! Ist cool, oder? Gekauft! Ja, warte, ich kurz denke auch, ja. Nein, das ist, Gregor, das Prototyp ist hier tatsächlich, also, oh, so, Entschuldigung, wenn das, wenn jetzt gefragt wurde, das hier ist ein absoluter Prototyp. Der Tom Stone, der wird das auch in den nächsten Tagen erhalten, denn er hatte die ursprüngliche Idee. Und dann schauen wir mal, was das Ganze ergibt. Ich habe 4-5 Stück davon gemacht. Auch du darfst damit rumspielen und so weiter. Wir gucken einfach mal, wie es wird. Ob das was für, ja, eine größere Produktion ist. Du brauchst es nicht gleich wegstecken. Es gibt keine Schachtel dafür. Ja, ja, aber wir können dann mal generell gucken, wie dann ja, das Ganze auch in der Hosentasche sich anfühlt. Wär natürlich auch für diesen Gag ganz geil, ne? Shrinking Deck. So, lässt eine Karte ziehen, machst einen Deck-Switch und dann hier. Ja, wir stecken mal eine Karte rein. Vor allem, es fällt im ersten Moment vielleicht auch erst gar nicht so richtig auf. Und erst so, wenn die Karte näher kommt. Ist schon lustig. Ja, ne? Ja, kann man machen. Vielleicht ist es dann zu breit. Weil wenn man es jetzt so reinsteckt, ne, so seitlich, dann ist es dann auch zu breit. Ja, genau. Egal. Spielerei. Gut, also. Lass uns nochmal auf den Punkt kommen. Wir hatten ja jetzt abgelenkt hier, weil jetzt hier die Karten liegen. Man kann wirklich alle möglichen Moves damit machen. Ha! Ist gut. Gekauft. Ja, zweimal. Ja, siehst du. Passt. Also, wir hatten ja den Christoph Bora angesprochen, der sehr viel Spaß daran hätte, tatsächlich zu kommen. Ich gucke, wie wir den hier mit einbinden können, welcher Tag dazu passen würde und so weiter. Er weiß, dass es ein Wochenende sein soll. Und schauen wir mal, wann wir das tatsächlich mit anbieten können und in welchem Thema. Und wenn ihr uns da Themen, Ideen nennen möchtet, gerne unten in die Kommentare. Dann haben wir das ja auch über einen längeren Zeitraum und nicht nur im Chat. Und dann tobt euch da einfach mal aus. Noch eine andere Frage, haben mittlerweile auch die Large Index die geheime Markierung. Was für eine geheime Markierung? Wenn du sie aussprichst, ist sie ja nicht mehr geheim. Ich weiß von nichts. Was soll ich dazu sagen? Aber wenn du oben auf die Schachtel guckst, vielleicht steht er ja bei den Standardspielen müsste stehen 10 Jahre Phoenix und bei den Large Index müsste 5 Jahre Large Index Phoenix irgendwie sowas stehen und dann könnte es sein, dass da irgendwas Geheimnis ist. Wobei es ist so geheim, das wissen wir alle gar nicht. Keine Ahnung. Genau. Ich weiß von nichts. Eben drum. Ob der Joshua J. hier hinkommt, den kann man jetzt in Kürze in Afrika antreffen. Der fliegt am Donnerstag. Ja, die machen ja so ein 5.000 Euro oder so. Doch, glaube ich, ne? Ist geschenkt, wenn man den Preis nicht sieht. Ja, ne. Ja, 7 Tage oder 5 Tage. 5 Tage, glaube ich, ne? 5 Tage Retreat wieder irgendwo in Afrika. Ich hab gesagt, macht der Urlaub? Nein, das ist ein Retreat. Ja, ja, ja. Okay, also nennt ihr einen Urlaub. Okay. Smart. Smart, genau. Ab nach Südafrika. Ja. Ich wollte auch eigentlich schon auf den Bahamas mal einen Retreat machen. Also können wir alles machen. Wir können auch zum Beispiel Mallorca, genau, oder sonst was machen. Ein Workshop. Sein? Klar. Ne? Direkt am Ballermann, so richtig asozial.
So richtig, richtig. Ja, hier dieser Arschtritt-Workshop auf Ballermann, wenn du die anstecken kannst, geht alles. Alle ab, wir chartern einen Flieger, einen Katerflieger und dann geht's ab. Oder im Bus, nee, das ist viel zu komfortabel. Oh, wir fahren nach Lorette Mar, die Billigschiene. Aber dann für 5.000 Euro, finde ich gut. Ich habe da Husten an dem Tag, da kann ich nicht. Hey, aber wir haben auch noch einen zweiten, der auch interessiert ist und da hoffe ich mal einfach von euch zu hören, ob es euch gefällt oder nicht. Und zwar das mit dem Siebenbürgen und Dracula. Klaus-Peter, ich finde diese Idee wirklich sehr, sehr charmant und da kommen wir auch mal drauf zurück. Gibt es da eine geile Location, der man eine Gruselshow spielen kann? Absolut, ja natürlich, direkt auf dem Schloss Dracula, von dem Vampir Dracula, klar. Da könnte man Emma spielen. Ja, also was meinst du denn? Ist wie genial gruselig das da ist? Der Roger war schon mal da. Sprich den Roger an, du kennst den Roger. Ja. Der war da und hat sich das Schloss angeguckt und es ist mega genial. Geil. Und man sieht nur einen kleinen Bruchteil von dem. Das heißt, such dir einen anderen Teil davon und wie auch immer. Spannend. Okay. Zweite Thematik, da wirst du nicht können, weil das überhaupt dich nicht interessiert und der Philo wird vermutlich auch nicht können. Kinderzauberei. Ach nee, da... An dem? Respekt, nee, man muss mal dazu sagen. Also, ich sag's immer. Riesenrespekt vor Kinderzauberern, das ist ein ganz, ganz, ganz schweres Kapitel. Das ist fast so schwer wie für Betrunkene zu zaubern. Die sind sehr direkt und noch schlimmer. Ich habe lieber die Hardcore-schlimmsten Betrunkenen als Kinder. Das ist halt deine Meinung. Ja. Du hast ja auch nur zwei Hunde und keine Kinder. Es gibt auch noch meine Meinung, Ende. Es gibt aber auch andere Leute, die sind echte Profis. Und ich muss dazu sagen, mein allererster Auftritt war tatsächlich für einen Freund, für den Kindergeburtstag. Und da war so dermaßen Mitmachen angesagt. Da wurden Zauberhüfte gebaut und so weiter und so fort. Und es hat riesig Spaß gemacht. Es gibt und ja einen Unterschied, ne? Ich muss nur sagen, und warum? Weil ich nach einem Zauberbuch gelernt habe, was tatsächlich von demjenigen geschrieben wurde, von dem Michael Sondermeier. Und dieses Buch habe ich damals tatsächlich ergattert und ich kann nur sagen, ein Hammer und danach zu zaubern hat wirklich Spaß gemacht. Und würde es nicht auch Spaß machen, in einem Workshop mal mit dem Michael Sondermeier bei uns im Katscha College zu zaubern? Du musst hier nicht nein sagen, du bist ja auch nicht derjenige, der hier hinkommt. Nein, ich muss es auch nochmal sagen. Ey, ganz ehrlich, ich sage das immer und immer wieder, für Kinder zu zaubern ist echt eine krasse Aufgabe. Hört sich immer blöd. Ich hab schon gelesen. Tobi, nur für dich mache ich den Workshop. Nee, für die kleine Nichte und den Neffen. Aber nur, wenn du dabei bist. Mega. Kostet aber 8.000 Euro. Nein, ist wirklich ein hartes Pflaster. Ja. Kostet auch nicht ganz so viel, glaube ich. Ich werde einfach dann mit den Schokoladentalern bezahlt. Genau, ja. Mit Schokoladen-Bitcoin. Genau. Ja. Nee, aber im Ernst. Also echt großen Respekt vor jedem, der Kinderzauberer macht. Ich finde das eine super Sache. Es ist einfach gar nicht mein Ding. So, das habe ich halt irgendwann mal erkannt. Und es ist auf jeden Fall hart und es das Problem ist einfach, die sind so gnadenlos, diese kleinen Scheiße. Weißt die sind du was? Sagen wir es mal so, es fordert dich dann aber auch, weil du dann nämlich auch an dir arbeiten musst. Und nicht einfach so mit, och, den schaffe ich auch nochmal. Ich fahr mal nach Hamburg und zauber für ein paar Leute. Ich weiß, was du meinst, aber es ist halt eher ein anderes Problem, was ich sehe. Ich habe es jetzt beim letzten Event letztes Wochenende wieder gehabt. Da waren vier Kids, die haben mir die ganze Zeit am Rockzipfel geklemmt. Und die waren so von der Größe an. Und du hast halt eher dieses Problem, dass alle Blickwinkel möglich sind. Und dann musst du halt dir dann überlegen, ob du dich jetzt auf den Boden hockst und dann für die Erwachsenen mitzauberst, so, weil die halt auch die ganze Zeit da rumstehen. Ne? Aber es ist definitiv eine coole Schule, weil du merkst halt erstmal so, wow. Was geht nicht? Wow, die durchblicken halt oft Methoden. Super einfach, ne? Das ist halt schon eine echt ganz andere Sache, weil Kinder einfach anders denken scheinbar. Aber da ist dann auch wiederum die Thematik, dass du zum Beispiel nicht nur für die Kinder zaubern muss, sondern auch für die Eltern. Ich sehe es nämlich gerade von dem Julius. Denn der Punkt ist, du müsstest eigentlich präsentieren, weil wenn die nämlich da hinten abschalten und dann ein Stückchen Kuchen nehmen und so weiter und die Eltern sind da hinten, schnattern und du musst dann vorne die Kinder bespaßen, das ist gar nicht so einfach. Aber, nein, sag das nicht, es ist für dich Katastrophe. Es ist eine echte Herausforderung. Das meine ich ja damit. Es ist eine Herausforderung, weil wenn du sagst, ich stelle mir gerade dieses Setting vor, was du sagst. Ja. Du hast vorne Kinder, auf die du dich eh schon konzentrieren musst, weil du musst wirklich konzentriert sein. Ja. Weil du hast da kein normales, in Anführungszeichen, Setting. Weil da alles passieren kann jederzeit. Und wenn du dann noch hinten Hintergrundgeräusche hast und Erwachsene, die irgendwie da noch rumlaufen, sich nicht wirklich konzentrieren und so, wow, das ist nicht easy. Das ist echt nicht easy, vor allem da auch eine gute Stimmung zu kriegen. Das ist nicht so leicht. Und meiner Meinung nach ist es möglich. Und einer der absoluten Profis, der das macht, ist der Michael Sondermeier, der darüber Bücher geschrieben hat.
Und größten Respekt ihm gegenüber, Uwe Schenk, Michael Sondermeier, ich sag mal Christian Sondermeier, wobei, ne, Uwe Schenk, von den Nachnamen passt dann schon mal. Ganz großen Respekt, er hätte Lust zu kommen und würde das auch hier machen entsprechend. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es ein richtig spannender Workshop wird und wenn man da vernünftige Themen raussucht und so weiter, fände ich das richtig spannend. Muss ja nicht für dich sein und muss ja auch nicht für jeden sein. Wir wollen ja auch für alles was anbieten. Ganz, ne? Ganz, ganz klare Kiste. Eben ich bin da auch nicht das Nonplusultra. Ja. Ich sage nur einfach, wovon ich denke, ich habe für mich halt einfach die Entscheidung getroffen, dass ich für Kinder nicht unbedingt zaubern möchte. Also zumindest nicht auf Kindergeburtstagen oder so. Kinder sind immer da, die hast du immer. Das heißt, ganz für Kinder zu zaubern wirst du nie ganz umgehen können. Aber ich würde halt keine Kinderveranstaltung mehr machen. Das habe ich irgendwann für mich entschieden und großen Respekt vor jedem, der es macht. Aber es gibt natürlich auch coole Kinder. Ne? Also das muss man auch sagen. Es gibt da ja auch so dieses, darf man das sagen, das Arschlochkind, das typische so. Es gibt ein schwieriges Alter, sagen wir es mal so. Ja, ne? Also wenn die in die Pubertät kommen, dann wird es richtig krass. Ja. Alles bis Pubertät und so weiter macht riesig Spaß. Eigentlich hat es mir hat's sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja, guck mal hier, die Kinder mit einbinden, alle zaubern lassen, den Schein erzeugen. Das ist auch immer meine Methode, die so ein bisschen mit ein, weil das Problem, also mein größtes Problem, was ich in den ganzen Jahren hatte, in denen immer so ein bisschen Kinder dabei waren, es war dann immer, irgendjemand meinte, er hat irgendwas gesehen, obwohl ich hundertprozentig sicher war, dass er nichts gesehen hat, aber dann haben sich alle darauf eingegroovt. Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, so, wie kommst du da durch rum oder drumrum? Dann kommst du nur drumrum, wenn dich mit denen verbrüderst. Mit den Kindern? So, ja, genau, du sagst dann halt super. So, ey, ihr seid richtig gut, aber lass das unser Geheimnis bleiben. So, das war immer meine Zauberlösung für diese Situation. Hat bis jetzt auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber ja. Wenn nicht, nimmst du das Kunststück I Hate Kids. Ja. Das haben wir, glaube ich, sogar ein paar Mal hier mit dem. Es ist eine tolle Routine. Schubst die immer weg, so mit dem Fuß. Nein. Ja. Ich stehe dann so. Genau, das ist auch wirklich so. Julius, du hast absolut recht. Teenager ist das schlimmste Alter, weil die sich gegenseitig beweisen müssen und so weiter und zeigen müssen, wie cool sie doch sind im Vergleich zu Erwachsenen. Und wenn du da als erwachsener Zauberer rüberkommst und so weiter, dann spielen die dich da gegeneinander aus. Ist wirklich ein schweres Alter. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Es ist nur anders. Ja, ja, klar. Genau. Aber ich gehe da lieber mit um, mit diesen Problemen, als mit Kindern. Ja, auch eine Herangehensweise. Lasst uns wissen unten in den Kommentaren, ob euch ein solches Seminar oder ein solcher Workshop gefallen würde. Für mich wäre der generell erstmal spannend. Johannes der Beste. Hasse Kinder. Johannes, 16. Ist ausgeschrieben. Ist er selber 16? Bester Mann. Ja, klar, Johannes war doch hier im Kurs. Selbstverständlich. So, ich dachte, das wäre jetzt aus dem Neuen Testament, nee, Johannes 16, die Teufel. Er meint das ernst, glaube ich. Ja. Oh, okay, ja, ja. Das ist vielleicht noch das Alter, wo er sich auch noch nicht für das andere Geschlecht interessiert. Ja. Ich mag auch keine Mädchen. Keine Ahnung. Also, soweit zu dem Thema. Danny Orleans hat da ein super Buch drüber. Das stimmt, auch Danny ist da genial. Wir haben auch noch den Silly Billy, der ein tolles Buch hat, aber das ist Hardcore, weil er den New Yorker Stil macht und da sind wirklich die härtesten Kinder schlechthin in New York City. Die hauen dich ganz genau gnadenlos gegen die Wand. Da musst du eiskalt sein und wirklich schon Hardcore-mäßig rüberkommen. Das passt also wirklich nicht so wirklich für die deutschen Kinder. Aber okay, ist nochmal ein anderes Kapitel. Dann macht man ein türkisches Beschneidungsfest mit 60 Kindern, wo im sitzen 600. Sven, du arme Sau, es tut mir leid. Alter Schwede. Okay, das ist Respekt. Ich finde das gut. Sag ich, ja. Ne? Aber dann... Ich finde dann so eine Nummer, so russisch Roulette quasi. Mit verschiedenen Fleischstücken und eins davon ist Schweinefleisch, fände ich jetzt schon mal wieder richtig spannend. Heilige Scheiße, das kannst du doch nicht laut sagen. Wie hast du was Falsches gesagt? Direktindex. Ich hab Russisch gesagt, das darf ich natürlich nicht. Stimmt, ich muss das zurücknehmen. Sag lieber natürlich andere Sachen, so wie Bombe. Nein, hör auf. Ruhig, Brauner. Schnell, um das zu überdenken. Nein, haben wir das auch schon mal. Hey, nächster Punkt. Ja, Tricks mit Erklärung und so weiter. Sollen wir jetzt schon was? Nein, wir machen das mal mit dem Sommerfest. Überlegung. Und zwar, es könnte durchaus sein, dass wir an dem... Wo ist mein Terminkalender? Das ist schon mal eingetragen. Was haltet ihr denn davon mit dem Juno? Tatsächlich hätten wir nämlich da Zeit, an dem 26. Juno das Sommerfest hier beim Karchark
bei der Karchak-Location zu machen. Also das habe ich mir jetzt erstmal eingetragen, zwar mit einem Bleistift oder auch gar nicht, aber ich erinnere mich zumindest. Und für alle diejenigen, die weiter wegkommen, würden wir tatsächlich versuchen, auch an dem Samstag vorher, an dem 25., einen weiteren Workshop zu machen und da möglicherweise diesen sogenannten, wie wolltest du den nennen? Ich wollte nicht, meine Community hat den so genannt, den Arschtritt-Workshop. Den Arschtritt-Workshop. Ding ist nur, ich werde da nicht dabei sein, weil ich habe an dem Tag einen Job. Ihr müsstet den dann mit Christian und mit Philo machen. Genau, wir haben dir sozusagen schon den Arschtritt gegeben. Ja. Also, das bedeutet, was ist dieser Tritt-Workshop? Es ist für alle diejenigen gedacht, die sich selber überwinden müssen, auf Leute zuzugehen und zu zaubern. Wildfremde Leute, bei Close-Up, bei Table-Hopping etc. etc. Und die Idee ist, dass wir dort mittags oder so starten, hier bei uns im Karchak College. Und anschließend fahren wir dann gemeinsam rüber zum sogenannten Bermuda-Dreieck. Für alle diejenigen, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, Bermuda-Dreieck ist die Ausgehmeile in Bochum. Nah genug bei, würde ich sagen. Und da sind Kneipen nach Kneipen. Und wenn wir da nicht zu spät auftauchen, ist auch noch der Prozentsatz von Nicht-Alkoholisierten relativ akzeptabel. Und da kann man sich mal so richtig austoben, an fremde Tische rangehen, weil viel Open Air ist. Ja, klar. Ne? Viele Draußentische und so. Ja. Genau, und darf die dann verzaubern und wenn wir dann, das sind keine nur Betrunkenen, das stimmt nicht. Und da können wir uns dann selber einen Tisch buchen und uns immer wieder dort zurückziehen und besprechen, was wir denn gerade gesehen haben. Vielleicht nehmen wir sogar so eine Knopfkamera mit oder sonst was und können das dann auch nochmal besprechen. All das wäre nochmal für den 25. eine Idee, dass wir das so miteinander verbinden können. Vielleicht wäre das ja etwas. Nein, da verschwindet keiner. Die sitzen alle auf ihren 4 Buchstaben und werden sich nicht bewegen. Nun gut, jetzt wird es doch mal richtig spannend, denn damit haben wir schon fast die Halbzeit gemacht. Es wird Zeit, einen Trick zu zeigen. Boah. Was hältst du davon? Richtig gut. Oder? Ich hab's noch nicht gesehen, was jetzt kommt. Es gibt tatsächlich immer wieder ein bisschen Magic. Ihr habt ja gesagt, ihr würdet ganz gerne mal wieder ein bisschen was beigebracht bekommen. Und, genau. Der Karchak hat sich heute 2 Tricks rausgesucht, ja? Genau, und... Sollen wir vielleicht nochmal ganz schnell vorher anschneiden, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, was das Thema heute ist? Vielleicht sollten wir das ganz kurz machen und dann überleiten auf den Effekt, oder? Ja, können wir gerne machen. Und zwar ging es ja... Oder möchtest du erst den Effekt machen, dann reden wir drüber. Rede ruhig. Gut. Gut, pass auf. Also, die Idee war ja grundsätzlich, dass wir gefragt wurden, wo bekommt man Effekte und so und ihr wolltet, dass wir mal wieder was teachen. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wie können wir das machen? Und dann haben wir gedacht, einfach mal so ein bisschen in alten Büchern gucken. Kann nie verkehrt sein. Und die Sache ist halt einfach, es gab jetzt vorgestern in der Facebook-Gruppe eine kleine Diskussion, die hatten so ein bisschen über, oder hat mich so ein bisschen darauf gebracht, so Richtung China-Kopie nachzudenken und sowas. Und Christian und ich haben uns dann vorhin überlegt, wir nehmen einfach als Anlass des Tages, woher bekommt man Effekte günstiger als eine China-Kopie? Und dann haben wir gesagt, lest einfach mal ein Buch. Eben drum. Lest einfach mal ein Buch. Und die Idee war ja auch, dass wir euch immer an einem YouTube-Montag einen Trick zeigen, einen oder zwei, und den euch beibringen. Und was ist besser und was liegt näher, als in alte Bücher hineinzugehen? Und dort einfach nach einem alten Schatz zu suchen und da das Passende für euch rauszusuchen und das dann anschließend zu erklären. Ehrlich gesagt, das machen sogar alle anderen Plattformen auch. Ja. Ob das jetzt bei Penguin ist oder da war der ganze Tabel mal komplett nachgefilmt worden von dem Dan Harlan. Mhm. Im Endeffekt kann man das alles sehr günstig nachlesen und muss da jetzt nicht wochenlang, monatelang Videos reingehen. Vor allem, ihr gebt ein paar Euro in Anführungszeichen jetzt für Bücher aus und es ist natürlich, muss man natürlich auch ganz ehrlich sein, nicht jeder Effekt, der in einem Buch steht, ist jetzt automatisch auch der oberriesengroße Kracher. Nein. Aber man hat in Büchern schon echt gute Sachen gefunden und manchmal sind es auch einfach nur irgendwelche Teile einer Methode, die man für irgendwas anderes verwenden kann und die dann Tricks einfach unfassbar aufwerten und sehr viel stärker machen. Genau. Und da ist natürlich immer die Problematik, wenn wir uns dann zusammensetzen an einem Montag, wer war jetzt dafür verantwortlich, machen wir mal einen neuen Trick. Da habe ich mir gedacht, wenn jeder von uns einmal einen Montag macht und sich 2, 3 Tricks aus alten Büchern raussucht, dann sind wir auch nicht zu sehr beschäftigt, nur jeden dritten Montag. Oder bei euch, weiß ich gar nicht. Ja, wenn wir jetzt dann zu dritt weiter das machen, machen. Dann passt das ganz gut und dann habe ich mich jetzt mal freiwillig gemeldet und habe mir mal 2 tolle Kunststücke heute Morgen rausgesucht, die ich damals schon echt klasse fand. Und ich muss dazu sagen, es gab ein Buch, was mich wahnsinnig
interessiert hat. Das war mein erstes internationales Buch, was ich sogar auf ganz komische Weise gekauft habe. Und das nennt sich The Best of TLP E-Zine. Also eine Sammlung in einem Buch. Ich mache mal ganz kurz die Top-Kamera auf. The Best of TLP E-Zine. Und das TLP heißt The Learn Pick Project. Wurde damals von Marco und Friends rausgebracht. Da ist sogar ein Stück von Astor, unserem alten Astor aus Wuppertal drin, den es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Und wirklich spannende Geschichte, all das zu wissen, da sind Anekdoten drin und. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das überhaupt noch kaufen kann. Ich musste das damals tatsächlich direkt bei ihm bestellen. Der Mann kommt aus Panama, lebt in Panama und also alleine dieses Buch, was wir da kennen von dem Janosch, irgendwie, wo liegt Panama so ungefähr. Und dann bestellt man ein Buch und dann kommt das tatsächlich aus Panama geschickt. War eine richtig spannende Geschichte, ist auf Englisch. Ich habe dann irgendwann Jahre später mal den Marco auch kennengelernt, ein richtig netter Kerl. Und da dann auf Spanisch, das war in Argentinien, als ich ihn dann mal kennengelernt hatte. Und er hatte damals einen Trick gezeigt oder einen Trick beschrieben von Gabi. Und ich dachte mir, Gabi ist doch ein Mädchen. Ach, die Gabi, genau, von der Gabi. Und das war tatsächlich von Gabi Pareras. Da kannte ich den noch gar nicht. Und das war wirklich vor 20 Jahren. Ich dachte, du meinst die Gabi Kocholek. 15, nein, nicht die Gabi Kocholek, nein, die auf keinen Fall. Na, auf jeden Fall, es ist ein Öl- und Wasser-Kunststück von Gabi Pareras. Und da müsste ich mal ganz kurz gucken, das müsste tatsächlich auf dem hier sein, oder? Ja, ein Öl und Wasser. Und das sind keine Gimmick-Karten, das sind echte. Warte mal, ich mach mal hier die Top-Kamera mit uns hier. Das sind wirklich 4x4 Karten. Also kann impromptu vorgeführt werden. Okay. In die Mitte, genau. Und das kann jeder von euch. Und wir probieren es einfach mal. Wenn man jetzt also diese 4 Karten hier hat. Und das Schöne ist. Guck genau hin. Genau, mach das mal. Ich versuche das so halbwegs in der Kamera hier von oben zu machen. Wir haben die Karten aufgefächert und ihr seht schon, immer schön abwechselnd wird eine rote Karte reingesteckt. Hier wird nicht gefudelt. Jeder kann nochmal nachgucken. Mhm. Ist wirklich so, genau. Und wir probieren jetzt mal Folgendes. Wenn man es jetzt nochmal auffächert, wir nehmen jetzt einfach mal 2 der Karten raus und die werden jetzt zu Leitkarten gemacht. Über Wanne Eickel muss man keine Witze machen, der Name ist schon Witz genug. Ja, es war. Es war. Ja. Ja, und auch da hat Iron Tool recht, wenn du einen Zaubertrick verstecken möchtest, dann schreib es in dein Buch oder auch in eine Zeitschrift. Einfach veröffentlichen und danach gerät es in Vergessenheit. Jetzt lenkt aber mal uns hier nicht ab. Genau, also. Jetzt wird es auch mal spannend. Wir nehmen uns einfach mal 2 Karten, wir nehmen uns einfach mal 2 Karten raus, machen jetzt zu Leitkarten. Ja, wir wissen alle, wir haben jetzt gerade 2 Karten umgedreht, bedeutet, hier ist schon irgendwas gerade passiert. Ihr wisst es selbst, wir gucken einfach mal nach. Wir haben hier jetzt den Bereich mit der roten Karte, hier haben wir die. Und da kann man tatsächlich hingehen und haben hier schon die 2 roten Karten und haben hier nochmal 2 rote Karten. Und auch hier gehen wir durch und gucken es nach. Wir haben hier 2 schwarze und hier weitere 2 schwarze. Und das ist die erste Phase von Öl und Wasser. Also schon mal nicht so schlecht, oder? Genau. Und dann probieren wir uns das Ganze nochmal. Ihr wisst Bescheid, worum es hier geht. Wir probieren es. Erste Karte kommt hier rein, ihr wisst Bescheid. Die zweite Karte kommt da in die Mitte. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das irgendwie hier verschoben wird, nach dahin oder so. Nein, es geht wirklich genau dahinter. Ihr könnt ganz genau sehen. Ne, rote Karten. Die kommen alle wunderbar rein. Jetzt nicht darüber nachdenken, dass es irgendwie Sleight of Hand wäre. Nein, die Karten werden nur egalisiert. Werden noch einmal ausgebreitet. Und eigentlich könnte es jetzt auch der Zuschauer machen. Das heißt, du nimmst jetzt einfach mal bitte die beiden Karten raus. Genau, drehst sie um, steckst sie wieder hinein und damit haben wir wieder genau das gleiche Bild, nämlich die Leitkarten und ihr wisst Bescheid, was passiert. Kommt da unten drunter, die auch und dann können die tatsächlich aufgedeckt werden und es trennen sich alle schwarzen und alle roten Karten und es ist untersuchbar. Krass, oder? Ist doch ein cooles Kunststück, oder? Krass. Eben. Und es ist wirklich simpel und einfach vorzuführen. Alles, was man dafür können müsste, ist ein Elmsley-Count. Mhm. Wobei dem Gabi wahnsinnig wichtig war, dass dieser Elmsley-Count nicht zum Vorzählen ist. Das ist ja klar, dass es 4 Karten sind, sondern zum Vorzeigen. Mhm. Typischer Ascanio-Move, der da gemacht werden müsste. Deswegen ist dieser normale Rhythmus nicht dieses, ich habe hier 4 Karten, ne, dieses typische, sondern ich habe hier wirklich 1,
zwei, die dann auf den Tisch gelegt werden, nochmal zwei und dann hier genau das gleiche. Und auch hier die zwei Karten, dann hat man also die erste Phase schon hinter sich. Nette Nummer, echt. Ja, und eigentlich ja. muss man nur genau dem so folgen, was ich da gemacht habe. Da war sonst kein größeres Kunststück dahinter. Also wir probieren es noch einmal. Ich habe hier die schwarzen in der linken Hand und die roten Karten in meiner rechten Hand. Wenn ich umdrehe und entsprechend dann den Fan so aufziehe, den Fächer, dann kann ich jetzt hier die Karten einzeln so dazwischen reinstecken. Und die lasse ich auch alle noch ein bisschen outjocked, sodass man also gleich verfolgen kann, was passiert. Und das Bild kann ich auch tatsächlich so zeigen. Immer schön abwechselnd, rot, schwarz, rot, schwarz. Ja? Und jetzt sollte es auch gar nicht so versteckt werden, dass man jetzt hier zwei Karten dreht. Man nimmt nämlich diese beiden Karten raus und ändert ja automatisch, wenn man jetzt die beiden mittleren Karten rausnimmt, verändert man ja jetzt auch die Position der beiden Karten. So, und also das braucht man jetzt bitte nicht verstecken, dass sich diese eigentlich, dass das jetzt gerade passiert. Zeig's vielleicht mal, wie es von unten aussieht. Ja, wie es von unten aussieht. Da ist jetzt ein bisschen was noch zu sehen, ne, mit rot-schwarz und so weiter. Aber das Coole dabei ist, man hat jetzt quasi schon den Zustand eines Elmslick-Counts. Das heißt, die schwarzen Karten legt man auf den Tisch. Mir fällt gerade noch so eine Kleinigkeit ein. Ja. Könnte man tatsächlich vielleicht, bevor die Karten reingesteckt werden, nochmal zeigen von unten? Dass man nochmal sieht, dass die gemischt sind, ne? Könnte man theoretisch machen. Habe ich ja. Ich habe wirklich diese rot-schwarz-rot-schwarz und dann stecke ich sie nur noch da rein. Gut. Aber die habe ich wirklich gezeigt. Okay. Also bei der Phase geht das. So, und dann geht es darum, dass diese Karte entsprechend unten drunter wieder drunter gelegt wird. Dann wird der Elmslick-Count gemacht. Das heißt, man hat hier die zwei Karten und der ist natürlich nicht zu sehen. Und hier auch nochmal das Ganze, lege ich hier oben drauf. Und schon ist dieser ganze Stapel dort vorbereitet für gleich. Mit der schwarzen Karte nimmt man jetzt den anderen Stapel auf. Damit hat man genau das gleiche gemacht wie mit dem roten. Und auch hier zeigt man, das kann jetzt man auch ein bisschen schneller machen, weil man weiß ja schon, was kommt. 1, 2, 3, 4 Karten. Und dann hat man die schwarzen Karten auch entsprechend vorgezeigt. Und man ist jetzt schon in der perfekten Position, um in die nächste Phase zu gehen, denn ab jetzt wird alles super sauber. Und zwar kann ich jetzt hier hingehen. Jetzt kommt allerdings der einzige Trick, man geht nicht wieder von unten und steckt die Karten rein, sondern man nimmt die Karten von oben. Und das ist jetzt die einzige, die jetzt da schwarz ist. Ich nehme ansonsten roten Stapel. Und ab hier kann man jetzt ein bisschen sauberer sein. Mhm. Das heißt, man steckt die zweite Karte hier rein, kann diese mal einfach mal schon mal hinlegen, um jetzt diese auch nochmal vorzuzeigen, dass man hier nichts falsch macht. Man lässt sie auch nochmal so ein bisschen blitzen, dass sie auch wirklich rot ist. Und legt die nächsten Karten dann einfach hier oben rein. So, dann hat man wieder genau das gleiche Bild. Diesmal kann man jetzt nicht mehr so vorzeigen, weil das geht nicht mehr, weil man ist schon fast da. Und alles, was man jetzt braucht, wieder die mittleren Karten rausziehen, umdrehen. Und erledigt, ne? Und das ganze Ding ist erledigt, man endet schon sauber. Ab hier hat man jetzt alle Karten rot und hier alle Karten schwarz. Das ist das Kunststück Öl und Wasser in zwei Phasen von Gabi Parera. Nett. Fantastisch, ja. Schönes Spiel. Sehr nette Nummer. Genau. Auf jeden Fall. Genau. So, und das war das erste Kunststück. Ich hoffe, es gefällt euch. Es hieß Öl und Wasser in zwei Phasen von Gabi Parera. Bei dir möchte ich jetzt nochmal bitten, dass du das gesamte Spiel heftig durchmischst. Jetzt kommt was richtig Gutes, Freunde. Jetzt müsst ihr aufpassen. Genau. Und zwar, das war etwas, was du auch noch nicht kanntest, ne? Nee, kannte ich tatsächlich so nicht. Also mir war so die Richtung, hatte eine Idee, aber nee. Aber die Nummer an sich kannte ich tatsächlich nicht, ne? Und der, es stammt auch aus dem Buch, beziehungsweise er hat hier nur darauf verwiesen. Für ihn ist das zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Kunststück, was er vorführt, wenn er zum Beispiel in einem Radio oder so, in einem Podcast drin ist und, so, und dafür dann zaubern muss. Er holt sich dann zum Beispiel eine Kartenmischmaschine, die richtig schön laut Lärm macht, worüber man reden kann und. Und er hat das Prinzip nur genannt und Buchverweise gegeben. Einmal auf die Jinx, wo es das erste Mal drin stand, mhm. Uralte Literatur, und auf Encyclopedia of Card Tricks, da steht es nämlich auch drin. Nennt sich Myra Skill und man findet sonst auch nichts darüber. Und es ist wirklich an sich schon ein echter Hammer, muss echt oder? Tatsächlich sagen, das Ding hat super Potenzial. Da kann man noch einiges, glaube ich, dazu tun und ergänzen und so. Ja, schauen wir mal. Guckt euch erst mal, wie die Routine selber ist. Genau. Ich muss mal ganz kurz was aufschreiben. Welche Farbe möchtest du? Schwarz oder rot? Ich bleibe bei schwarz. Okay. Ich mach mal hier eine Vorhersage hin. Okay. Da ändere ich jetzt auch nichts mehr dran. Er hat schon gefuscht bestimmt. Nein, ich fusch doch nicht. ich glaube schon. So, du hast gemischt. Ja. Du bist zufrieden damit? Ja, absolut. Ich werde diese Karten auch sonst soweit jetzt nicht mehr nehmen, mischen, wie auch immer. So, und jetzt machen wir Folgendes. Und zwar mit uns beiden zusammen. Hier ist die Vorhersage, genau.
Dann haben wir hier den Tisch. Ja, gut, wunderbar, da können wir hin. So, das heißt, wir gehen jetzt durch die Karten durch. Wenn wir zwei Karten finden, die sowohl rot als auch schwarz sind, dann kommen die hier in die Mitte und zählen nicht. Mhm. Wenn die beiden komplett schwarz sind, bekommst du die. Mhm. Wenn die komplett rot sind, du hast dich ja für schwarz entschieden, kommen die entsprechend bei dir hin, bei rot kommen die bei mir hin. Ja. Okay, wir sehen hier, das kommt weg, schwarz ist bei dir. Mhm. Das kommt weg, die kommen bei mir hin. Das kommt bei mir, wieder weg. Bei dir, Entschuldigung, so, und hier auch nochmal, dann haben wir hier ein gemischtes, das ist für mich, gemischt, für meine, dich. Ja. Weg, weg, mich, für dich, für mich, weg, und für mich, und für dich, so, und dann haben wir auch schon eine bestimmte Anzahl an Karten und ich möchte dich einfach bitten, deine Karten zu zählen. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Eins, zwei, Nein, Quatsch. Wir zählen mal unten auf den Tisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Du hast 14. Ja, 14. Ich hatte bei 10 aufgehört. Wir machen es auch nochmal, nicht, dass ich hier falsch stehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dort ist 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. Und hier ist meine Vorhersage, die ich jetzt aufdecke. Und da steht tatsächlich drauf, du hast 4 Karten mehr als ich. Mhm. Und das stimmt. Das ist korrekt, ja. Ja, genau. Das ist tatsächlich korrekt. Dann probieren wir es noch einmal, das Ganze. Bitte noch mal kräftig durchmischen. Ich schreibe noch mal was Neues auf. Dann machen wir noch eine Runde. So. Mal richtig mischen, ne? So richtig hier so. Richtig Chaos. Mach mal bitte. Ich spare mir jetzt den Casino-Wash, weil ich glaube, das ist genug. So. Einmal so, bitte. Welche Farbe möchtest du? Ich bleibe bei schwarz. Okay. Ja. Hat mir gerade schon Glück gebracht. Okay. So, möchtest du es selber aufteilen oder machen wir auch mal wieder genauso? Du warst bei schwarz, ne? Ja, genau. Ich bleibe bei schwarz. Ach komm, wir machen schnell. Mach du. Zack, zack, weg. Damit, das ist für dich, das ist für mich, das ist für dich, weg. So, hier ist alles hier so. Mhm. Und ich muss ein bisschen weiter nach vorne kommen. Also weg, 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 dich. Mhm. Und weg, weg. Weg. Für mich, für mich, für mich, für dich. Und die beiden kriegst du. Wie viel haben wir? Immer noch ich habe schon Angst zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, ja. Ich habe auch jetzt 14. Ja, vorhin hatte ich nur 10, das ist schon spannend. Ja. Okay, bedeutet, hier ist die Vorhersage und... Du hast genauso viele Karten wie ich. Das ist korrekt, ja. Das haut hundertprozentig hin. Das ist vollkommen korrekt. Und ehrlich gesagt, man könnte jetzt noch eine dritte Phase machen, aber das war jetzt diese Erklärung mit dem Myra-Skill oder Mira-Skill. Und das ist ein absoluter Selbstgänger, den man sofort mit einem geliehenen Kartenspiel und so weiter vorführen kann. Ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder muss ich noch erklären? Eigentlich eine echt nette Nummer, finde ich. Ja. Also... Ich würde sagen, tatsächlich brauche noch ein bisschen Steigerung und noch so ein bisschen Ideen, aber von der Idee her finde ich die Sache echt cool, ja. Und ich kannte ihn so tatsächlich nicht, muss ich gestehen, ja. Und super simpel, oder? Da kann man was draus machen, ne? Wie man das jetzt vorher sagt. Also der, Frage, vielleicht mal kurz in den Chat, wer es von euch kannte oder wenn ich... Ja. Nett trifft es. Ja, jetzt kommt es darauf an, wie man den entsprechend aufbaut. Also der Marco zum Beispiel hat dann, wir müssen jetzt mal da zurückgehen, das Buch ist über 20 Jahre alt. 23, 24, ja, fast 25 Jahre alt. Er hat dort eine Nachricht dann entsprechend auf seinen AB gesprochen mit dem Ausgang. Mhm. Und die, nachdem man also das Ganze dort in dem Studio gemacht hat, schön durchgemischt und so weiter und so fort, kommt man dann hin, ruft den Anrufbeantworter an und dann heißt es, man hat entweder so und so viele Karten mehr als der andere und so weiter und so fort. Mhm. An sich eine wirklich coole Geschichte und absolut simpel. Den kenne ich auch aus dem Smack. Interessant. Ich kenne auch nicht mal Smack. Der Smack gehört eigentlich, du bist auch nicht im Magischen Zirkel von Deutschland, ne? Nee. Gehört zur Standardliteratur beim Magischen Zirkel von Deutschland. Wenn man also Mitglied werden möchte, muss man den gelesen haben. Ob man den toll findet oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Von Stuart James, so hieß der Zauberkünstler laut Smack. Ja, ich glaube, der wurde so genannt. Genau, warte mal. Und das Ganze nennt sich, wie gesagt, Myra Skill. Hier, Use Myra Skill, Radio-Interview. Stuart James ist derjenige, der es damals rausgebracht hat. Was hat er für einen Namen hier gesagt? Hat er das nicht sogar gesagt?
Sechste Feiersage kommt Stuart James. Wow. Card Freak 52. Ich merke, du bist ein echter Card Freak. Fantastisch, dass du das wusstest. Sehr gut. Ja. Fantastisch. Geil. Ja, so muss das sein. Aber da sieht man halt immer mal wieder, egal wie viel man unterwegs ist, dass man das ab und zu trotzdem mal irgendwie was das vorkommt, von dem man nicht so hundertprozentig weiß, wie, ne? So im ersten Moment, ja. Und da ist das Problem, wo es dann heißt, den kenne ich auch schon lange und so weiter und so fort. Oder kannte ich schon lange nicht mehr gemacht und auch gelesen und so weiter. Ja, ist das und Ding. Das ist der Punkt, man vergisst leider so wahnsinnig tausend viel. Tausend und eine Sache und ja. Ich muss selber dazu sagen, seitdem ich eigentlich die ganzen Trickkarten gemacht habe, am Anfang vor Card Shark als Unternehmung, habe ich natürlich auch alle möglichen Moves gemacht und alle möglichen Tricks drauf gehabt und so weiter. Und die fehlen mir heute eigentlich komplett leider, weil ich einfach so wahnsinnig viele Tricks von uns selbst veröffentliche und dann die natürlich vorführen möchte. Und irgendwie macht es dann auch mal, ist wirklich Spaß, in den alten Schmökern zu lesen und da so was Schönes rauszufinden. Voll. Ich muss es aber noch erklären, glaube ich, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Hier ganz kurz nur, weil ich habe, gestern habe ich auch mal bei mir so ein bisschen aufgeräumt in den alten Zauberkisten. Sehr schön. Und das ist krass, welche Sachen man, also ich habe da ein paar Gimmicks gefunden, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass ich diesen Effekt jemals mal machen wollte. Gimmick gebaut, nie gemacht. Selber gebaut, wenigstens? Ja, selber gebaut, ja. Cool, und dann vergessen. Und eben komplett vergessen und es ist einfach immer das Gleiche. Man vergisst, weil man so viele verschiedene Methoden kennt, vergisst man manchmal echt die besten Sachen. Deshalb bin ich dazu übergegangen, mir das alles aufzuschreiben, was ich so wirklich für immer im Kopf haben möchte, dass ich da so eine Liste habe, wo ich dann uns mal reinschmücken kann. Da wird es dann auch schon wiederum spannend, aber da kommen wir da gleich noch zu, weil wir haben nämlich auch einen schönen Bonus für euch, was ich wirklich toll finde. Aber erstmal erklären wir das ganze Kunststück. Das Kunststück ist rein mathematisch, würde ich sagen. Ja, das ist das Beste daran, das ist super simpel. Ja, es ist kein Buchstabieren oder blödes Abzählen oder sonst was. Was ist das Schlimmste, Kunststück, finde ich, ja. Was wirklich eher langweilig ist und sonst was. Aber irgendwie ist diese Methode eine coole Geschichte. Finde ich auch, ja. Man weiß nicht wirklich, wie meine Gimmicks als Kind kamen aus dem... Sehr geil. Die hatten wir alle, ey. Die Urzeitkrebse. Leben die noch? Ja, klar. Sind bei mir inzwischen so Ja, mit der Familie. Ich habe mit der Lupe mal geguckt, ob die wirklich irgendwo auf dem Sofa sitzen oder sonst was. Völlige Verarschung. Egal. Also, das Coole dabei hier ist, dass das Kunststück eigentlich von sich aus funktioniert. Denn man hat ja nur drei Zustände, wenn man zwei Karten jeweils aus dem Spiel herausnimmt. Nämlich entweder ist es beides rot, beides schwarz oder aber gemischt. Entweder rot-schwarz oder schwarz-rot. Man weiß nicht, wie viele Karten man tatsächlich nachher jeweils auf dem jeweiligen Stapel findet. Man kann aber schon sagen, dass das Ganze in einem absoluten Pari-Verhältnis stattfindet. Denn wenn ich zwei rote Karten finde, werde ich irgendwo auch zwei schwarze Karten finden. Ist einfach so. Man muss auch manchmal so sagen, okay, akzeptiere ich jetzt einfach mal. Ja, man muss nicht alles verstehen, es geht einfach so. Wenn man darüber nachdenkt, macht es irgendwann Sinn. So im ersten Moment habe ich gedacht, so, hä? Und dann, irgendwann klar, logisch, ne? Macht Sinn. Ja, also es geht wirklich darum, nimmt man ein vollständiges Spiel, egal ob jetzt Skat oder Poker, ne? Man hat ja 32 Karten, das heißt die gleiche Anzahl rote wie auch schwarze Karten. Und dann wäre das Ergebnis immer so, dass die Anzahl der Karten, die dann auf den jeweiligen Stapeln liegen, absolut identisch ist. Damit es aber dann am Anfang überhaupt einen Unterschied gibt, wie zum Beispiel vier mehr oder vier weniger oder wie auch immer, dann entfernt man einfach mal vier von den roten Karten zum Beispiel. Taschenspielertricks. Genau, und steckt die sonst wohin. Und dann ist dieses Spiel im Moment ungleichgewichtet. Das heißt, zum Schluss würden dann vier Karten auf dem roten Stapel fehlen. Die befinden sich ja schließlich hier in meiner Tasche oder unter dem Tisch. Und da dann in dem Moment, wo gezählt wird, hat man eigentlich alle Zeit der Welt, den gemischten Stapel mitzunehmen und einfach zu den anderen vier Karten zu stecken. Und dann komplettiert man quasi heimlich das Spiel für die zweite Phase. Super, super simpel, genau, wo die Sonne nicht scheint, da sind die Karten. Genau. Wir haben tolle Kommentare heute, ich finde das riesig. Heute ist funky Monday. Was war der schwierigste Move, den Christian mal gelernt hat? Vier Karten auf einen Stapel zu legen. Ohne, dass es auffällt. Ja. Nein. Das Gute ist, hier liegen so viele Karten rum, mir fällt es echt überhaupt nicht auf, wenn mal irgendwo welche rumliegen. Weißt du nie, ob die zum Trick gehören. Eben. Irgendwann steigt man über einen riesen Stapel von Karten drüber und dann nimmt man sich ein paar. Passt schon. Nein, also auf jeden Fall startet mit einem Ungleichgewicht, weil dann findet heraus, ob der Zuschauer den schwarzen oder den roten Stapel haben möchte, sodass ihr schreiben könnt, er hat mehr als du oder er hat weniger als du.
Und beim zweiten Mal kannst du die Vorhersage schon schreiben, bevor er sich für die Farbe entschieden hat, weil es dann ja zu einem Gleichgewicht kommen wird. Dann ist es egal, ob du rot nehmen wirst oder schwarz nehmen wirst. Und dann erinnert man sich auch nicht mehr so, ob ich dir vorher gefragt hatte, wolltest du schwarz, wolltest du rot und so weiter. Wann habe ich die Vorhersage hingeschrieben beim ersten Mal? Mhm. Und dann passt das ganz gut. Und ja, dann ist es an euch, daraus mal einen richtigen Sacher zu machen und Laien damit zu foolen. Das Ganze, wie gesagt, nennt sich Myra Skill. Ich denke mal, man muss es Englisch aussprechen so. Ich glaube auch, tatsächlich, keine Ahnung. Und vielleicht kommt auch es von Mirror Skill, kann auch sein, ich weiß es nicht. Und ist auf jeden Fall ein uraltes Kunststück und ich hoffe mal, dass wir uns in den nächsten paar Wochen noch solche Klassiker raussuchen können. Auf alle Fälle. Und euch zeigen können. Muss ich ehrlich sagen, jetzt bin ich auch ein bisschen angefixt. Einfach nochmal durch die alten Bücher zu gucken, die ich da zu Hause stehen habe. Ist doch wirklich spannend, oder? So, ich habe da so ein paar Sachen, da habe ich nie reingeguckt, aber jetzt habe ich echt mal wieder Bock. So, und jetzt kommen wir dann auch zu dem Titel des Livestreams mit dem, geht es billiger als bei der China-Kopie? Wie teuer ist eigentlich so eine China-Kopie? Zu teuer. Eigentlich immer zu teuer, ne? Meistens machen die ja nur einen Download, weil ich sag mal, sobald es nur um Bits und Bytes geht, kostet es die ja erstmal gar nichts. Nö. Ne? Deren R&D, was bei uns so viel heißt wie Research und Development, heißt bei denen Rip-Off and Duplicate. Bedeutet, alles was sie machen ist, eine Idee, die schon längst geboren wurde, zu kopieren, aufzusetzen und die DVD anzubieten, vielleicht dann noch, also auf jeden Fall für $1, $2, $3 das Ganze rauszuhauen. Da gibt es viel, viel, viel zu viele Zauberer, die ich sag mal, so billig denken und dann tatsächlich dorthin gehen und sich diese billigen Sachen kaufen. Mit Sunsmind hat das überhaupt nichts zu tun. Sunsmind hatte viel Schrott, so. Also weißt du was anderes? Meiner Meinung nach Schrott, aber die haben nichts kopiert oder geklaut. So. Die haben halt ziemlich viel Kram auch rausgebracht. Der nicht praktikabel war. Ja, genau. Schrott will ich überhaupt nicht sagen. Ne? Gut für ein Video oder was auch immer, aber wenn man merkt, das Ganze ist nicht praktikabel, man weiß gar nicht, wie man das jetzt mit reinbringt und wieder raustut und so weiter und so fort, kann man nicht dazu sagen. Also gibt es ja auch mittlerweile nicht mehr Sunsmind. Ist, glaube ich, irgendwie übernommen worden von den anderen. Egal. Ist den Namen auch nicht aber um mal bei den China-Kopien zu bleiben, die ich jetzt auch mit Sicherheit nicht nennen möchte, weil für mich das absoluter Schrott ist. Weil wirklich, wir haben auch unsere Double Decker, beziehungsweise hier das Destiny Deck da schon gefunden und so in einer furchtbaren Qualität. Andere kämpfen, vor allen Dingen Leute, die nur DVDs rausbringen oder Online-Videos und so weiter, die kämpfen extremst damit, weil die Sachen 1:1 so kopiert werden und innerhalb kürzester Zeit dort für einen Bruchteil des Preises gefunden werden. Ich habe schon Christian Grace Sachen auch da gesehen. So, schrecklich. Ja, es ist einfach ein bisschen traurig. Ja. Oh, Matthias hat gestern ein Video zu China-Schrott gemacht. Ja gut, ich habe es nicht gesehen. Also es ist nicht so, dass wir deswegen inspiriert waren, darüber selber zu sprechen. Spannend. Nee, finde ich aber gut, dass es auch gemacht hat. Schöne Grüße an Matthias. Wegen Facebook. Ja. Nein, für mich war das, weil ich auch die Bücher rausgesucht habe und was rausfinden wollte. Und da bin ich jetzt einfach mal hingegangen und habe gesagt, okay, was kostet denn so eigentlich ein solches Buch? Und wenn man jetzt mal ein Buch nimmt, was vielleicht 30 oder 40 Euro kostet und da an der Stelle auch mal einen Gruß raus an den Jakob Matthias, der in Kürze ein neues Buch herausbringen wird, was nichts mit Spielkarten zu tun hat, sondern alles nur mit Sachen außerhalb der Kartenzauberei. Finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wie das Buch heißen wird, aber Jakob Matthias ist kurz davor vor der Veröffentlichung. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich durfte mal einen Auszug daraus schon mal reinschauen. Wirklich gutes Ding. Und also gönnt euch doch einfach mal ein Buch und dann rechnet mal rum. Wenn nämlich dort mehr als 30 Tricks zum Beispiel drin sind und das Buch kostet 30 Euro, dann kostet euch ein Trick weniger als 1 Euro. Und versucht das mal in China auf so einer Webseite für weniger als $1 zu kriegen. Ja. Das wird schwierig. Alle Fälle. Aber jetzt wird es dann mal richtig spannend. Denn jetzt kommt hier der dritte Link. Wir haben nämlich noch was anderes. Und zwar der Michael Sondermeier zusammen mit dem Uwe Schenk haben ja den SIG Verlag. Und der SIG Verlag wurde SIG generell, die machen auch ganz, ganz viel mit Secondhand. Man muss nicht immer die neuesten Bücher haben und im Endeffekt könnt ihr schon mal euren Nachlass planen, denn wenn es euch nicht mehr gibt, wird es eure Zauberei, so wie bei dir, deine ganzen gebauten Sachen und so weiter, immer noch geben und entweder werden die alle weggeschmissen, was sehr, sehr schade ist, oder aber es gibt Sammler und Zweitverwerter, Secondhand-Leute, die sich mit der Zauberei sehr, sehr gut auskennen und das Ganze auch entsprechend wieder katalogisieren können und noch einmal den Zauberern anbieten können. Und die Seite, die ich euch gerade gezeigt habe, ich zeige sie noch einmal, ist der sigverlag.de selbst. Und Gregor hat es gerade gepostet. Danke, Gregor.
Und dort findet ihr tatsächlich nicht nur neue Kunststücke, sondern auch ganz, ganz viele alte Sachen. Und ich kann diese alten Sachen eigentlich nur wärmstens empfehlen. Und das ist, weil es einfach so ein tolles Ding ist. Ich habe da auch schon alte Kunststücke gefunden, aber auch alte Bücher gefunden. Wenn man jetzt mal ein neues Kunststück finden möchte, etc., ist das wirklich was Feines. Zu einem Bruchteil des Preises. Denn da kostet dann ein Buch vielleicht nur mal 5 Euro oder so oder 10 Euro. Ja. Und dazu kommt, dass der Sieg Verlag extremst faire Versandkosten hat. Die berechnen tatsächlich nur die Versandkosten, die anfallen. Maximal 3 Euro, weil die das dann als Büchersendung verschicken. Und hier noch ein kleiner Schmankerl. Wenn ihr dort bei denen auf der SIG-Seite jetzt in dieser Woche was bestellt, dann könnt ihr auch bitte bei den Bemerkungen dazu schreiben, dass ihr über Katscha kommt. Und dann wird der Michael euch nochmal 10% Rabatt auf die Rechnung einräumen. Also ihr bekommt 10% auf alle Bücher und so weiter, was ihr euch dort bestellt in der nächsten Woche. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion von Michael, was er da schon macht. Und dann kann man dort entsprechend günstig auch mal ein Buch erstehen. Und deswegen hattest du auch mal was rausgesucht, und zwar mit dem Fragezeichen. Das mit dem Zeichen. Ich wollte gerade fragen, ob du, ob du das noch ansprechen möchtest. Ich habe gewartet. Mach das, wir haben noch zwei Minuten. Ich hatte vorhin so spontan die Idee, wir können doch einfach mal was machen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es mal wieder Zeit für einen Wettbewerb hier. Ja, ist ja jetzt schon länger her. Mhm. Und wir wollen ja nicht einfach nur sinnlos immer was rauspusten, so einfach für keine Interaktion. Sondern wir haben uns gedacht, ich möchte jetzt gar nicht eine Art Fulas nennen, aber ich würde es einfach vielleicht mal so nennen. Der Arschtritt-Wettbewerb. Der Arschtritt-Wettbewerb für euer eingesendetes Video. Also, wir haben die Idee, ihr besorgt euch irgendwelche Bücher oder ihr habt schon irgendwelche Bücher oder so. Geht mal selbst auf die Suche. Genau, geht ein bisschen selbst auf die Suche und schaut mal, ob ihr Effekte findet, die ihr persönlich gut findet. Vielleicht kann man sie auch ein bisschen modernisieren. Genau. Wenn man denkt, Mensch, heute macht man das nicht mehr mit einer, was weiß ich, einer alten Kaffeetasse oder sonst was oder einer Stoffserviette. Ja, genau. Sondern ne, kommt mal auf irgendwas Moderneres und bringt es ins nächste Jahrtausend. Genau. Und in dem Zusammenhang würden wir euch jetzt anbieten, dass wir, wenn der Anklang hier groß genug ist und ihr Bock drauf habt, dass wir einen Wettbewerb machen. Ihr filmt quasi irgendwelche Effekte, die ihr in Büchern findet, baut die ein bisschen um, schickt uns das Videomaterial ein. Wir begutachten uns das hier zusammen mit euch im Stream und entscheiden dann, wer gewonnen hat. Genau. Wäre doch mal eine geile Sache eigentlich, oder? Der Gregor hat sich gerade aus der Bedrulle gezogen, indem er sagte, Mitarbeiter dürfen leider nicht teilnehmen. Doch, dürfen sie. Darfst du. Denn ich würde sagen, dass der wir machen halt eine Zuschauervoting. Ja. Ne? Also gar nicht, dass wir das machen, genau. Sondern dass ihr selbst nachher dann votet. Wir stellen euch die Videos vor. Oder wir machen eine Vorauswahl, sagen wir mal, von den Top 5. Genau, richtig. Top 5 bis Top 10. Ich fände halt nur wichtig, dass ihr dann uns auch hinterher mitteilt, aus welchem Buch die Nummer ist. Also auch wenn es nur die Idee ist oder so, dass es jetzt nicht ein vermarkteter Effekt ist. Also wir wollen auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen sehen, die ihr jetzt, was weiß ich, in irgendeinem Online-Shop gekauft habt oder so, irgendwelche neuen Releases. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht tatsächlich explizit darum, ihr kauft euch irgendwelche Bücher oder ihr habt irgendwelche Bücher, kennt irgendwelche Effekte aus Büchern. Möchtet die gerne präsentieren und uns einschicken. Genau. Macht nur die Vorführung und wenn ihr Lust habt und wir vielleicht das Ganze durchschauen können, dann werden wir euch natürlich auch fragen, Mensch, wo hast du das denn her? Oder später werden wir dann noch mit euch dann irgendwie hier live kommunizieren. Ja. Wo ist denn dieses tolle Kunststück her? Wo hast du es entdeckt und so? Genau. Also macht es bitte, wenn ihr später auch mitteilen möchtet, wo ihr es entdeckt habt. Das fände ich ganz fair den anderen gegenüber. Absolut, ja. Also nicht nur, nee, ich zeig das nicht, ich erkläre aber nichts, das ist doof. Ja, man kann ja sagen, so eine Art Community-Geschichte, genau, und kann dann sagen, wisst ihr was, das habe ich aus dem und dem Buch, Seite 34, ganz tolles Kunststück entdeckt und das habe ich dann selber für mich adaptiert. Mehr wollen wir gar nicht. Genau. Ne? Also, wenn das spannend ist für euch, macht das doch bitte. Wenn ihr Bock drauf habt, genau, schreibt einfach mal in den Chat jetzt am besten, dass wir so ein kleines Feedback bekommen. Wie machen wir es mit der Einsendung? Das wäre die Frage, um bis wann. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, ob ihr überhaupt Bock drauf habt. Dann würden wir vielleicht nochmal sammeln Videos und wenn dann, ich sag mal, entweder kommen nur ein paar zustande, dann schicken wir die mit immer wieder in unsere YouTube-Streams an dem Montag rein und zeigen die einfach mal, wenn ihr Lust habt. Und wenn es genügend werden, so 10 und mehr,
dann würde ich sagen, machen wir einen Wettbewerb draußen. Ja, dann würde ich halt sagen, das Ganze, damit die Motivation, damit die Motivation auch da ist, dann sollten wir vielleicht erstmal genug Leute suchen, weil nicht, dass sich jetzt jemand auf einen Wettbewerb einstellt, schickt es das ist ein. Doch, der Motiv, die Motivation ist, ein altes Kunststück wieder zu entdecken. Es ist doch erstmal für dich selbst. Okay. Oder? Ich finde es erstmal spannend. So oder so wird das Ganze dann früher oder später hier auch gezeigt. Machen wir es doch mal so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also wir zeigen das Kunststück dann hier im YouTube-Stream auf jeden Fall. Und wenn genügend Einsendungen kommen, dass man sagen kann, da lohnt es sich tatsächlich ein Voting draus zu machen, dann machen wir das. Und deswegen sammeln wir jetzt erstmal Videos in den nächsten, sagen wir mal, 4 Wochen. Was haben wir jetzt? Mitte... 11.4. Machen wir bis Mitte Mai ungefähr. Ja, machen wir bis circa Mitte Mai. Und sammeln das Ganze einfach mal. Ich habe auch zum Beispiel beim SIG Verlag was gesehen, das von dem Knopf Hoff. Ja, richtig gut. Das Knopf Hoff. Wer kennt noch die Knopf Hoff Show? Genau, auch da gab es dreimal die einzelnen Chats. Genau. Knopf Hoff Show, beste einfach. Eben drum. Also, wir sammeln circa 4 Wochen, was immer da kommt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, von euch zu hören, ein Video zu sehen, etc. Und zu fachsimpeln, Mensch, woher kommt denn das? Erkennt man das Prinzip, das Kunststück? Ich fände es richtig spannend, von euch dazu erfahren. Und es motiviert natürlich auch das Ganze. Absolut. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Sind wir wieder durch, ne? Ja, krass, wie schnell so eine Stunde immer rumgeht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den beiden Kunststücken, die wir heute zeigen konnten und dass ihr die auch mal wieder vorführen könnt. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mir das nochmal wieder draufzuziehen heute Morgen. Nächste Woche dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach nee, gar keiner. Ostern. Ostern, genau. Stimmt. Nächsten Montag ist Ostern. Schaukel ich mir die Eier. Wie kann man das Video schicken? Schicken bitte an info@card-shark.de, unsere ganz klassische Kommunikationsseite. Am besten über WeTransfer oder sonst was hochladen. Ja, oder von mir aus auch bei, ist immer gut. Von mir aus auch YouTube als verstecktes Video, wie auch immer, und uns den Link schicken. Aber besser ist WeTransfer normalerweise. Ja, genau. Dass wir es hier auch dann einbauen können, das wäre am besten. Also bitte WeTransfer, nicht YouTube. Ist wegen einbauen. Genau, dann kommt das hier besser von. Also, dass wir es hier runterladen können und mit in den YouTube-Stream reinnehmen können, weil von YouTube was runterladen ist, wird immer schwerer. Genau. Deshalb besser WeTransfer. Genau. Ich fände es spannend, genau, info@card-shark.de per WeTransfer. Eine Frage, kann man das Trojan Deck in der Uni oder auf der Straße vorführen? Kann man mit Sicherheit, aber ist eher gedacht, wenn du irgendwo an einem Tisch sitzt. Oder auf der Straße. So, also Street Magic in the Hands würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, muss ich echt sagen. Aber an einem Tisch. Nein. Sollte man schon zelebrieren. Ja, denke ich auch, ja. Und hier ist dann wiederum der Punkt, wie weit hat man die Kontrolle über die Zuschauer? Das heißt, wenn du an der Uni bist und noch nicht lange zauberst, dann kennen die dich noch als Mitstudenten. Mhm. Wenn du jetzt anfängst zu zaubern, dann bist du der Zauberanfänger und dann grapschen die nach allem, was sie kriegen und zerpflücken dir alles, was du vorführst. Wenn du allerdings schon länger dort als Zauberer bekannt bist, kannst du so ziemlich alles machen. Und dann würde ich sagen, könnt ihr das auch an der Uni. Ich würde jetzt einfach mal sagen, definitiv ist kein Straßenkunststück. Ja. Ist ein richtig gutes Ding, aber das hat dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit der Zuschauer verdient. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal einfach schätzen würde, wofür du es vorhast einzusetzen, würde ich eher mal sagen, such dir lieber dafür einen anderen Effekt. Auf jeden Fall. Und denk dran, also das ist schon fast so ein 10-Minuten-Effekt. Ja, genau. Und die Aufmerksamkeit hast du auf der Straße nicht. Also, ja, genau. Wenn wir jetzt mal Straßenvideos-Sachen machen, also Street Magic, was ist ja. Es gibt Street Magic, das ist viel Kamerageschichte und das andere ist echte Straßenzauberei, wo man Leute ranholen muss etc. Da spielt man groß, da wird das Becherspiel gemacht und irgendwas mit Seilen und sonst was. Das ist ganz anderes Entertainment. Falls du das meintest, damit bist du bei dem Trojan Deck so falsch wie nur irgendwas. Ja. Ja, genau. Hey, und dann sind wir eigentlich durch. Wir sehen uns gerne in 25 Minuten wieder im englischen Stream oder aber in einer Woche in Aufzeichnung und danach wieder in 2 Wochen live hier aus dem Karchak Studio in diesem Sinne. Du hast noch vergessen. Schöne Ostern dann, Freunde, falls wir uns, also wir sehen uns ja live. Die Ostergrüße kommen ja. Dann kommen die jetzt von mir. Wir kommen auch nochmal, egal. Gut. Dann. Ja, du bist zu früh und ich bin auf Konserve. Okay, Neustart. Also so oder so. In diesem Sinne. Ab in die Rinne. Schöne Woche, Freunde. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.